Ein herzerfrischendes Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Planet Coaster. Mit mir, dem Goro bei. Tuska hat es gerade predicted. Sie hat gesagt, jetzt macht er gleich wieder ein herzerfrischendes Moin Moin. Und das hat er gemacht. Also, herzlichen Glückwunsch, Tuska. Jetzt lacht sie. So. Irgendwas kann ich hier nochmal hinbauen. Oder muss ich hier hinbauen? Was haben wir denn letztes Mal gemacht? Es ist schon wieder so ein paar Tage her, dass ich Planet Coaster gespielt habe. Stimmt, wir wollten ja hier so eine Achterbahn bauen. Warum schreie ich eigentlich so? Eine Achterbahn, was ist das hier? Ein Junior Coaster? Oh, die ist gut hier. Die hat viel Grün. Die wäre super. Gut, aber ich wollte hier so ein Rival, Reveal, Revol, wie heißt das? Rival, glaube ich. So ein Ding wollten wir bauen. Und zwar sollen die auf der einen Seite rausgehen und auf der Seite auch wieder reingehen, oder wie sollen wir das machen? Gehen auf der einen Seite rein und auf der anderen Seite raus. Ich glaube, das ist das Beste. Und dann werden wir machen, dass die so hier, ich möchte in die andere Richtung fahren. Beziehungsweise ich möchte, dass die Bahn in die andere Richtung fährt. So. Jetzt ein Kettenzug. Der muss ja nicht so lang sein hier unten. Dann kann er aber lang werden und dann kann er hoch. Zack, zack. Wir müssen schon ein bisschen höher als das, was die andere Bahn war. Aber die andere Bahn ist jetzt, ich glaube, so ist ganz cool. Dann wäre das auf jeden Fall die höchste Bahn im Dings. Die höchste Bahn im Dings. So. Hier oben bauen wir dann eine Block-Section rein. Die startet das Ding dann. Dann werden wir langsam hier um die Ecke fahren. Und dann wird es hier ziemlich krass runtergehen. Habe ich mir so überlegt. Ohne hier großartig so ungefähr. Noch ein bisschen steiler vielleicht. Genau. Dann können wir gleich hier einen Loop einbauen. Einen coolen. Swoosh. Dann fliegt das Ding hier so rum. Hier geht es wieder ein bisschen hoch. Mit einer schönen Biegung. Zack. Dann gehen wir in. Was gehen wir denn? Zack, dann fahren wir hier wieder runter. Gehen so. Fahren hier eine. Eine schöne Kurve nach oben. Wir testen das ganze Ding mal. Irgendwie Angst, dass das nichts. Dass das nichts taugt. Das müssen wir auf jeden Fall schneller machen. So. Zack. Dann hier eine Block-Section. Und dann geht's los.
Schon wird's spannend und spaßig. Den Leuten wird auf jeden Fall richtig schlecht in der Bahn hier. Oha, da fliegen sie. Bom-bom. Oh, fast hätte das hier die Leute getroffen. Das wäre witzig geworden. Okay, den ist echt viel zu schlecht in der Bahn. Sollten das hier vielleicht ändern. Sollten hier vielleicht einen kleinen Looping einbauen. Loopings sind ja immer ein Klassiker. Und dann gehen wir hier noch mal in die Kurve. Ein bisschen krasser so. Das ist mit den Dingern hier ein bisschen schwieriger irgendwie. Weil hier hängen sie ja und das kommt der Looping da überhaupt hoch? Nice. Und da fliegen sie wieder. Gedenken. Der ist auf jeden Fall sehr schnell unterwegs. Wir könnten ja fast noch eine Rolle machen irgendwie. Boah, das wäre krass und cool, das so zu machen. Könnt's aber leider nicht durchziehen. Schade. So vielleicht. Ziemlich nice. Hier so eine coole Bremse reinbauen irgendwie. Nicht allzu lang. Und dann wieder mit normalen Tracks weitermachen. Zack. Hier also schön rum. Schaffen die das? Die sind einfach zu schnell unterwegs. Wusch. Den Leuten wird hier einfach zu schlecht in der Bahn, aber darum kümmern wir uns gleich noch. Darum kümmern wir uns gleich noch. Wir müssen die Bahn erstmal nochmal wieder zurückbringen, irgendwie. Automatischer Tunnel dann. Ah, jetzt fehlt das Geld. Mist. Das ist natürlich sehr schlecht, wenn mitten im Bau das Geld flöten geht. Wir werden ein Darlehen aufnehmen müssen. Läppische 3000. Um vielleicht die Bahn fertig zu machen. Hatte ich jetzt nicht gedacht, dass uns das Geld ausgeht. Hier vielleicht noch ein Looping. Einen kleinen. Um dann hier noch mal über die Bahn zu gehen. Können wir hier noch mal irgendwie eine Rolle machen oder so? Nur eine kleine. Die soll nicht zu krass sein. Je länger das Ding wird, je weniger krass wird das, ne?
Komm schon. Kann ich nicht verschieben. Ich kann es noch länger machen wieder. Und dann fahren wir langsam wieder zum Ende hin. Noch eine Block Section. So, so wäre die Bahn bis jetzt. Boah, das ist aber auch ein ganz schönes Chaos, ne? Testen wir nochmal. Wie es aussieht. Okay, warte mal, einmal Pause nochmal. Wir werden das Ding hier nochmal hart beschleunigen. Können wir gut und gerne 15 machen. Da fährt sie hoch. Dann geht's hier runter. Zack. Wusch. Erster Looping. Zweiter Looping. Direkt rein. Krasse Schraube. Runter an den Boden. In ein kleines Loch rein. Oh. Das ist ja fatal. Ach, das ist, weil... Oh, lol. Habe ich das alles auf als eine Bremse gemacht? Das ist natürlich... Das ist natürlich fatal. Wir testen es nochmal. Kein Wunder, es ging nicht weiter, weil er einfach zu langsam wurde, der Zug. Hoch. Runter. Die Schraube, die hier noch weitergeht. Dann nach unten, hier rum. In den Tunnel. Kleiner Looping. Lange Schraube. Und dann nähern wir uns dem Ende langsam. Da eine Block Section. Boah, das ist, den ist zu übel in der Bahn. Das ist, das sind keine guten Resultate, sag ich mal. Keine guten Resultate. Warum ist es denn alles nicht grün? Weil das hier nicht... Das macht keinen Spaß und das finden die dann scheiße? Oder ist das, weil der Nervenkitzel zu hoch ist? Der Nervenkitzel ist überall einfach viel, viel, viel zu hoch. Von der Übelkeit brauchen wir gar nicht reden. Das ist zu krass alles. Okay, die Bahn muss unbedingt bearbeitet werden. Und zwar überall. Gefühlt überall. Hier, wo es runterfährt, ist es okay. Aber dann nähern wir uns hier dem Ganzen, was nicht okay ist. Jetzt haben wir es nochmal größer gemacht. Dann fährt er hier rein. Vielleicht sollte der langsam... Ja, das geht nicht. Ich weiß nicht, in welche Richtung der drehen soll hier. Ich glaube, hier ist es umgekehrt bei so einer Art Bahn. Dass wenn die... Ach, das ist der Looping. Dass wenn die nach außen gedrückt werden, dann haben sie es am besten. Glaube ich. Fahren sie hier kurz auf den Kopf. Drehen hier richtig krass ab. Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass es so ist.
ist halt alles ein bisschen sehr schnell, ne? Wenn das jetzt bessere Ergebnisse hat, ne? Nee. Gut, Leute, ich gucke mir mit dann nochmal an, wie man hier ein richtiges Reveal baut. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Part. Bis dann, haut rein.